Stelle Pinguin in der Iceberg Lounge. So, vorher wollte ich aber hier nochmal rauf und wollte die Trophäe markieren. Wir können die ja nicht selber nehmen. Nein, 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 da. Die sind nicht für dich. So, aber dann ist sie schon mal auf der Karte markiert, für wenn wir mal wieder Catwoman spielen. Gordon hatte recht. Automatische Schrotgewehre. Mit dem Mist, den wir beim Posten haben, können wir dagegen nichts ausrichten. Wir hocken hier wie auf dem Präsentierteller. Wir können auch mit den Leuten sprechen, fällt mir gerade ein. Also mit zumindest zwei von... Den haben wir noch nicht gesprochen. Wir haben den Raum gesichert. Wer hat noch überlebt? Hast du einen Kerl namens Jones gesehen? Ja, sagte, sein Name sei Elvis. Pinguins Jungs haben ihn angegriffen. Er ist in Sicherheit. Gott sei Dank. Wir sind jetzt schon 5 Jahre Partner. Ich liebe diesen hässlichen Schweinehund. Er ist in der Eingangshalle des Museums. Sobald ich alle gefunden habe, können sie dorthin zurückkehren. Ist ja irre hier. Wir sind hier sicher, Batman. Dank dir. So, wo sind denn die anderen beiden? Einer ist da hinten. Mit dem Sanchez hatten wir schon gesprochen. Ich erinnere mich. Ich weiß nur nicht, welcher von den beiden Sanchez ist. Du bist Sanchez, ne? Ja. Gordon lag mit seiner Vermutung richtig. Und wo ist der andere? Es waren ja drei. Der patrouilliert da unten, okay. Was zum Teufel ist das? Nein, das kann nicht sein. Er hat irgendein Funkstörsystem vom Militär. Wie zum Teufel ist Cobblepot da rangekommen? Ich weiß nicht, aber ich werde es rausfinden. Gut, ist schon schlimm genug, wenn dieser Abschaum das Zeug auf die Straßen von Gotham schafft. Hier drin ist es so, als würde ein verdammter Krieg vorbereitet. Genau das tut Cobblepot doch aber auch. Er bereitet sich auf einen Krieg vor. Er will ja Joker und Two-Face ausschalten. Und Arkham City an sich reißen und danach eventuell auf Gotham expandieren. So, irgendwelche Gefahren hier? Nein. Haben wir eigentlich mit dem Typen da links schon gesprochen beim Eingang? Fies, ne? Alle Floße wieder weg. Floße? Flöße? Platten. Ja, ich will jetzt nochmal ganz kurz darüber. Warum machst du das? Ist doch voll doof. Der hat doch eh nichts zu sagen. Ja, ich will trotzdem gucken. Nein, nicht da, da. Und danach... Achso, wir sind schon auf Eis hier. Nein, wir sind auf Eis hier. Ach, scheiße. Jetzt bin ich natürlich auch zu stolz, um zu sagen, auch nö, dann nicht. Jetzt zieh ich's durch. Boah, Arkham Knight, das wird so geil werden. Da freue ich mich schon tierisch drauf. An dieser Stelle mal wieder gesagt werden. Ich habe gesehen, dass du die anderen aus dem Eis befreit hast. Gute Arbeit, Mann. Okay, wir hätten uns den Weg auch sparen können. Hab ich doch gewagt. Halte Klappe. ja. Gut, dann ist es jetzt an der Zeit, den Pinguin zu stellen und aus dem Verkehr zu ziehen. Denn wir haben ja eigentlich andere Probleme. Der Pinguin, der ist heute eigentlich gar nicht unser Problem. Wir haben mit Joker und Strange eigentlich genug am Hut. Aber der blöde kleine dicke Mann, der musste hier aufmucken und deswegen kriegt er jetzt gleich volles Brett aufs Maul. Fisch! Hi, Fisch! Habe ich gerade einen Hai in die Flucht geprügelt? Wie geil ist das denn? Und das ganz ohne das Haifisch-Abwehrspray. So, Pinguin. Jetzt gibt's aufs Maul, mein kleiner Freund. Gibst du nie auf, Batman? Halt still, Batman! Ja, das ist jetzt so ein bisschen... Oh, das war blöd.
Der schießt aber auch immer dahin, wo ich als nächstes lang muss. So, wir wollen ja schließlich hinter ihn gelangen, denn von hier aus können wir ja quasi direkt zu ihm kommen. Bitte hilf uns! Ich sag dir was, Batman. Einen Versuch hast du frei. Ich sollte den Sicherheitsunterbrecher aktivieren. Komm schon, versuch's. Es sei denn. Freeze-Unterbrecher funktioniert auf dieser Entfernung nicht. Okay. Na dann komm. Zeig, was du kannst. Ich muss näher an Pinguin ran, um den Sicherheitsunterbrecher... Nur mit dem Unterbrecher komme ich an Pinguin vorbei. Wie nah muss ich denn ran? Mit dem Sicherheitsunterbrecher komme ich an Pinguin ran. So. Was? Komm, verdammt, schieß! Das ist natürlich jetzt für die Lebenspunkte ganz scheiße gewesen, verdammt, was ich da gemacht habe. Was ist los mit dem Ding? Bleib weg! Bleib weg! Hallo? Pinguin! Bitte gib mir Erfahrungspunkte und Lebenspunkte zurück. Du bist erledigt, Cobblepot. Nein, entschuldige, bitte tu mir nicht weh. Ich kann für nichts garantieren. Ich auch nicht. Ich wollte dir helfen, Batman. Ich hab dir die Gelegenheit gegeben, von hier abzuhauen. Aber nein, du musstest ja den starken Mann markieren. Aber weißt du was? Von hier oben siehst du ganz schön mickrig aus. Oh, nicht traurig sein. Ich habe eine kleine Überraschung für dich da unten. Grundy. Geborener Montag, vergiss das nie! Getauft am Dienstag! Heirat am Mittwoch, ein Tag, den ich mag! Hab ihn da unten gefunden, als ich das hier gekauft hab! Sehr praktisch! Oh! Wir sollten vielleicht ein bisschen auf Abstand gehen. Das Schöne ist, der verliert mit der Zeit Lebensenergie. Was wir machen müssen, ist uns nach Möglichkeit nicht treffen lassen. Wäre schon mal ein guter Start. Und ansonsten müssen wir... hier seine Stromgeneratoren ausschalten. Au. Und jetzt können wir auf ihn eindreffen. Das ist es wohl nicht anders. Mal sehen, wie viel dieser hässliche Schweinehund einstecken kann. So, und ab jetzt müssen wir timen. Aber am eigentlichen Kampf ändert sich nicht viel. Ja, da lädt er wieder seine Energie auf. Und da schlägt er auf uns ein. Bleibt auf Abstand. Und rollen.
Lass sie in Ruhe! Oh, nein, lass mich los! Ah, es ist aber auch ein nerviger Kampf. Jetzt steht er genau daneben. Das ist natürlich ganz blöd. Ah. So, mein Freund. Und wieder aufs Maul. Eigentlich ist der Kampf gar nicht so schwer. Aber man muss erst mal wissen, was man machen muss. Das weiß ich ja, Gott sei Dank. Du Kleiner, du kannst ihn nicht töten. Das geht nicht. Wie, schon vorbei? Das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. Meistens sind es drei Phasen in solchen Kämpfen. Ja, war zu erwarten. Wer hätte damit gerechnet? Du kannst den Bastard nicht töten. Solomon Grundy, den haben wir ja in Blackgate schon mal bekämpft. Au, 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 lass du mich los, das tut doch weh, so ein Scheiß. So, und im Prinzip wieder das gleiche Spielchen. Nur müssen wir jetzt. Au! Ein bisschen besser timen noch. So. Zwei noch. Ah, eigentlich. Aua! Lass den Mist sein hier. So. Und zack. Rüberspringen und Bums! Einer noch. Aber erstmal die kleinen Würmchen hier wieder kaputt machen, was auch immer das ist. Elektrische Maden oder irgendwas. Und zack! Ah. Okay, dann warten wir noch eine Ladung. Und kabautz! Jetzt ist aber mal gut hier. Wir können ihn vielleicht nicht töten, aber wir können ihm seine Kraft nehmen. Und jetzt, komm. Volles Brett aufs Maul und tschüss, Mann! Hey! Nur noch du und ich. Fledermaus gegen Vögelchen. Okay, jetzt muss ich hier... Boah. Und zack! Und volles Brett aufs Maul! Ich sag mal... Tschüss, Mann! Wo ist Cobblepot? Ja. Was? Wen haben wir denn da, Mr. Freya? Es reicht. Freeze, es reicht. Ja, natürlich. Du wirst das, was du getan hast, bereuen. Hast du gehört, Cobblepot? Das Heilmittel, Freeze. Es gibt keins. Was? Lass es mich erklären. Es war leicht, ein Heilmittel für die Krankheit des Clowns zu erschaffen. Bedauerlicherweise zerfällt dieses Heilmittel zu schnell. Es benötigt einen stabilisierenden Bestandteil, irgendein verbessertes Enzym. Ohne das zerfällt es, bevor es seinem Wirt helfen kann. Ich habe das da schon mal gesehen. Die Suche nach einem geeigneten Enzym wäre nicht das einzige Problem. Es müsste angepasst werden, und zwar an die menschliche DNS. So etwas dauert Jahrzehnte. Eine Zeitspanne, die dir sicher nicht zur Verfügung steht. Was ist, wenn ich dir sage, dass es einen Mann gibt, der diesem Enzym seit Jahrhunderten ausgesetzt ist? Wer ist dieser Mann?
Sein Name ist Ra's al Ghul. Bring ihn zu mir. Ich brauche eine Blutprobe von ihm. Es ist deine einzige Hoffnung. Ra's al Ghul ist tot. Dann sind der Clown und du dem Untergang geweiht. Nicht zwingend. Es muss mir nur jemand sagen, wo sein Körper ist. Dann kann ich zu ihm und ihn aufwecken. Ketzer! Du bist es nicht würdig, Ra's al Ghuls Namen auszusprechen. Du bist ein Narr, Batman. Du hast deine letzte Hoffnung entkommen lassen. Nein, Victor. Wenn Ra's al Ghul in Arkham ist, habe ich nun eine Spur, die zu ihm führt. Uiuiuiuiui. Solomon Grundy, Charakterbiografie. Ja, da schlagen wir doch gleich mal zu. Richtiger Name Cyrus Gold. Oktober 1944 erfunden. Vor über 100 Jahren wollte sich der Mörder Cyrus Gold im Slaughter Swamp vor dem Gesetz verstecken. Dort ereilte ihn ein Schicksal schlimmer als der Tod. Geheimnisvolle Kräfte verdammen den nunmehr unsterblichen Grundy zu einem immerwährenden Kreislauf von Leben und Wiedergeburt. Seiner Erinnerung beraubt, nahm er den Namen eines Kinderreimes an. Solomon Grundy, geboren am Montag, getauft am Dienstag, Heirat am Mittwoch, krank am Donnerstag, schlimmer wurd's Freitag, gestorben am Samstag, beerdigt am Sonntag. Das ist das Ende von Solomon Grundy. Und ein Stufenanstieg. Das ist auch nochmal sehr schön. Denn nutzen wir gleich, um die Wärmesignaturtarnung zu kaufen. Und danach vielleicht dann doch mal so ein bisschen in Richtung Lebenspunkte hier. Weil bis jetzt sind wir ja ganz gut durchgekommen. Aber das wird leider nicht von Dauer sein, befürchte ich. Hallo, mein Freund. Na? Sanchez? Wo bekommt ein sogenannter Gefangener so viele Waffen her? Ich versteh's nicht. Wieso hatte Pinguin einen Ninja? Wo bitteschön kriegt man sowas her? Du hast mir den Arsch gerettet, Batman. Sind die jetzt alle hier unterwegs? Ach so, ich muss hier wieder in die Scannung rein. Na gut, dann reden wir aber erst mit Mr. Freeze. Bist du sicher, dass dieser Mann den fehlenden Bestandteil besorgen kann? Ich habe Ra's al Ghul schon oft getroffen. Er behauptet, dass er über 600 Jahre alt ist und ich glaube ihm. Es muss ihn also irgendwas am Leben halten. Hoffen wir, dass du recht hast, Batman. Immerhin hängt dein Leben davon ab. Der Aufbau der Krankheit, die dich befallen hat, ist kompliziert. So, mit dem Pinguin können wir bestimmt auch noch reden. Das ist nicht vorbei. So wie ich das sehe, schon. Ich hab Geduld, Mann. Ich kann warten. Gotham hat mal uns gehört. So wird's wieder sein. Der Pinguin, für den Augenblick ausgeschaltet, aber ich bin mir relativ sicher, dass der uns in Arkham Knight wieder einen Besuch abstatten wird. Ich dachte immer, Pinguin sei eine Art Witzfigur. Jetzt nicht mehr. Der Kerl ist irre. Und das nicht zu knapp. Gut, wir müssen hier scannen, damit wir dem Ninja folgen können. Diese Ninja-Krieger, die kennen wir ja auch schon aus Origins. Die hatte Lady Shiva ja dabei. Lady Shiva ja auch eine der, eines der Mitglieder der Liga der Assassinen. Und die Liga der Assassinen, und da steht natürlich Ra's al Ghul. Oracle, neuer Plan. Ich verfolge die League of Assassins. Wieso? Was haben die mit all dem zu tun? Oh, eine Sekunde. Geht's um Ra's oder seine Tochter? Pinguin lässt ein Mitglied der League of Assassins im Gefängnis festhalten. Ich kenne das Zeichen. Sie ist ein Mitglied von Talias Elitewache. Ich wusste es. Was ist nur an dieser Frau, dass sie für dich augenblicklich zur wichtigsten Person der Welt wird? Talia ist nicht das Ziel, Barbara. Ich habe Freeze unfertiges Heilmittel hochgeladen. Ich glaube, die Antwort findet sich... in Ra's al Ghuls Blut. Okay, Bruce, ich schätze, du musst ihn suchen. Aber lass dich nicht ablenken. Sie darf dir nicht wieder in die Quere kommen.
Ra's al Ghul. Über die frühen Jahre des nahezu unsterblichen Ra's al Ghul, dem Anführer der League of Assassins, dessen Name Kopf des Dämons bedeutet, ist wenig bekannt. Die Lazarusgruben, mystische und alchemistische Gebräue, haben ihn jahrhundertelang am Leben gehalten und stets verjüngt. Ra's, der ein brillanter Stratege und gleichzeitig ein Organisationsgenie ist, plant, die Erde vor ihrer ökologischen Zerstörung zu bewahren und aus diesem Grund einen Großteil ihrer Bevölkerung auszulöschen. Er sieht in Batman sowohl einen würdigen Gegner als auch einen möglichen Verbündeten. Batman hat für Ra's dystopische Weltanschauung allerdings nichts übrig. Um Batman auf seine Seite zu bringen, hat Ra's Batman sogar mit seiner wunderschönen Tochter Talia al Ghul verkuppelt. Die wir wahrscheinlich im Zweifelsfall auch gleich noch als Charakterbiografie kriegen, die ich jetzt allerdings dann noch nicht würde vorlesen wollen. Ja, da ist sie auch schon. So, wir wissen ja, dass sie hier hoch ist und da stehen auch noch ein paar Wachen. Oh. Und hier ist gleich noch eine Trophäe, die wir mitnehmen können. Je mehr von den Dingern ich hier so einstecken kann, desto einfacher wird es später. Werdet ihr das sagen, die Marionette? Oder der Puppenspieler? Das ist doch hier unten Scarface. Haben wir gleich wieder noch was zu lesen. Es tut mir leid, dass das wieder so leselastig wird hier. Da könnte auch noch was hinter sein. Da oben. Aber erstmal kein Objekt geortet. Was? Natürlich. So, da. Narbengesicht. Die erste Scarface-Puppe wurde aus einem alten Galgen des Blackgate-Gefängnisses geschnitzt. Irgendwann fiel sie in die Häuser des des duckmäuserischen Arnold Wesker, der seinen Mafia-Clan enttäuscht hatte, weil er sich mehr für Bauchrednerei als für Waffen interessierte. In Weskers Händen wurde Scarface zum seltsamen Mafia-Boss, bis Wesker eines Tages in der Anstalt von Arkham eingesperrt wurde, ohne seine geliebte Puppe. Wesker musste improvisieren und er schuf mit Hilfe von allem, was er finden konnte, einen neuen Scarface. Einen, der nach Weskers Abreise aus der Anstalt stumm blieb. Als Joker Arkham übernahm, fand er die Puppe und begann sie zu mögen. Scarface bekam eine grelle Lackierung, eine neue Stimme, ein krankes Lachen und einen kranken Sinn für Humor. Ich will hier nochmal hintergucken. Hab ich das bei meinem ersten Besuch hier wirklich übersehen? Dass hier ein... Was höre ich denn da? Na, auf jeden Fall sehe ich da noch einen Pinguin, den wir kaputt machen können. Ach, da oben ist so ein Geschütz. Kann man das ausschalten? Würde mich überraschen, wenn ich das... Ah, kriegen wir später noch die Möglichkeit zu. Ich weiß, dass wir später noch Waffen deaktivieren können, um dann an solche Orte zu gelangen. So, wir folgen jetzt mal der Spur des Ninja-Assassinen. Ah, vorher reden wir noch mit den Typen hier. Diese Bastarde werden nicht gewinnen. Diesmal nicht. Danke, dass du mir geholfen hast, Batman. Schnappst du dir diese Ninja-Schlampe, Batman? Wenn du sie hast, dann ziehe von mir eins über. Ja, da hat sie einen wohl niedergeschlagen auf ihrer Flucht. Und wir müssen jetzt hinterher. Ich wollte ja eigentlich jetzt zum Calendar Man. Und dann haben wir noch eine Riddler-Geisel und bestimmt wieder ganz viele andere optionale Sachen noch, um die wir uns jetzt in Arkham City kümmern können.